Aloha! Nicht? Doch. Müssen wir denn jetzt hin? Nach oben. Geht zum Bereich da, wa? Was Ist wie gibt's bei dir zum Sightseeing hier. Abendbrot? Typische Thunfischsalat. Obwohl, üblich ist auch nicht mehr, ja, schon lange nicht mehr habt, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Hey. Jetzt sprechen die Blaster. Die tun mir weh. Ich kann mir noch nicht entscheiden, was ich esse. Deswegen frage ich nämlich. Ah, nun gut, mir wird schon was einfallen. Wahrscheinlich wird es auch ein Salat, weil ich habe noch. Ist da was in dem Zelt? Da noch eine Gurke und eine Tomate, die etwas länger schon in meinem Kühlschrank sind, die mal weg müssen. Die sollen wir jetzt irgendwas suchen. Oh, wo ist dann? Hier ist was. Bist du in der Nähe? Nicht annähernd. Hat er gezählt? Nö. Er muss das wohl wieder selber einsammeln. Ja. Ist nichts Wie sich Persönliches. das gehört. Wir kämpfen jetzt hier noch. Hab ich mitgebracht, Freunde. Müssen wir hier noch weiter suchen? Ja, drei müssen wir davon. Na dann suchen wir mal. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Ah, du auch. Großer Fehler. Ja, Eisscharer Trockenfleisch. Ja, leck mir doch am Arsch! Ja, was soll denn das? Wie viel habe ich denn jetzt schon von dem Scheiß hier? Zwei Bücher habe ich schon. Meine Güte. Letztes Mal hatte ich keine Ahnung, wo ich mit meinem Bruder da hatte. Der erzählt hat er den in der Folge. Hier ist was. Ach, die sind hier hinten dran. Da hinten neigt auch irgendwo was gesehen. Der steht nicht mehr auf. Muss ja mal gucken, da. Da oben bei die Druiden, da ist auch so ein Ding. Könnte dazu gehören. Ich gehe mal lunzen. Ich passe da nicht durch. Meine Fresse, ich krieg hier gleich einen Föhn. Nee, du sollst ja Reparaturzeug suchen und nicht einen Föhn. So, dann sind wir hier auch durch. Müssen wir da lang. Durch die. Hohle Gasse muss er kommen. Durch dieses Tor wollte ich sagen. Weil ich nicht schon wieder hohle Gasse sagen wollte. Aber es gibt ja auch Monegassen. Was für Ding? Monegassen. Was ist das denn? Ist das nicht irgendwie dieser Adel da? Oder bin ich jetzt falsch? Wo bist denn du lang? Ich fahre Die einfach in die kämpfen da. Richtung, wo du bist. So, wenn das aussah, dass du die in der Karte woanders lang wolltest. Wäre ich auch beinahe, weil ich Orientierung verloren hatte. Schon ein bisschen. Aber alles gut. In einem guten Haushalt geht nichts verloren. Oh. Klar. Lasst mir. So, hier ist irgendwo was.
Jetzt sprechen die Blaster. Ah, 20 Spiele, das ist auch nicht viel, wa? Ja, das ist auch schon fortgeschrittener Planet hier. Ist das Ding hier? Ja. Siehst du das nicht? Damit? Das leuchtet hier blau. So, das ist deine Aufgabe. Ach so. Hab ich gar nicht gecheckt. War doch jetzt deine, oder nicht? Ja, scheinbar. Hier, erst hier unten, war, würde ich sagen. Dann machen wir da deine schnell da voll fertig. Oh, immer der fertig hier. Orientierung, ich komme überhaupt nicht klar hier, ey. Ja, oh, sieht ja auch aus wie alles, wie alles hier. Ja, hier, komm doch raus hier, du Blödsack. Ich glaube, ich habe noch ein paar Freunde mitgebracht. Ah, Eisschare doch. Interessant. Jetzt sprechen die Blaster. Wieso quatschen meine Dings hier gerade mit mir? Und Äuglein zu. Letztes Mal schon so mein Bruder gesagt, ich sage, das Einzige, was ich jetzt seit 4.0 blöd finde, dass ständig der Blick auf den Gefährten fixiert ist. Immer. Inwiefern? Egal, ob du irgendwo rauskommst, ob du irgendwo portest oder sonst so irgendwie was oder vom Gleiter hoch und runter, der nimmt den sofort in Visier und dann guckst du immer so nach links. Ich möchte den nicht angucken. Ist mir noch nie aufgefallen. Ist nichts Persönliches. Doch, doch. Also jetzt bin ich gerade vom Kleider wieder runter, die guckt den nicht an. Nicht? Jetzt wieder nicht. So, meine guckt jetzt nicht an. Jetzt sehe ich auf dem Kleider hoch, runter. Nö, immer noch nicht. Und jetzt guckt er sie an. Hm. Ich gehe runter, hoch. Ich habe das jetzt viermal runter, gemacht. Guckt er sie an. Dreimal war es nicht und einmal war es. Ich hab das zweimal gemacht oder dreimal. War jedes Mal. Mehr schuldig. Die haben doch gar keine Chance, Bruder. Wieder real. Was ist denn das jetzt? Der Aufzug hier in der Nähe? Das ist doch keine Aussage. Das ist doch kein Hund. Natürlich. Alles Hunde. Hier ist der Käfig, kannst du da drin verstecken. Ich hab naja keinen Folgentitel für die Folge hier. Ich auch nicht. Und auch kein Thumbnail. Nein, ich auch nicht. Ich hoffe, dass hier irgendwann mal eine Videosequenz kommt. Ja, raus aus dem Fahrstuhl gucke ich meine Gefährtin an, die hier irgendwo hinter dem Wand lang läuft. Dr. Shibata? Ah, ja. Dr. Shivago. Man sagte mir, es käme eine schwere Beinverletzung. Nevis Kid sagte, dass ihr hinein müsst. Der einzige Weg ist auf einer Trage. Ah!
zusammen mit den anderen Opfern. Geht's noch? Verräter! Wollt ihr, dass die ganze Armee auf uns zielt? Nur so kommt ihr rein. Und jetzt auf die Trage. Um das Bein kümmern wir uns drin. Das hätte man auch simulieren können irgendwie. Ne, wahrscheinlich nicht. Da, ich habe euch ein Medipack verpasst. Das sollte genügen. Und ihr könnt euch aussuchen, welche Schmerzmittel ihr stehlen wollt, wenn ihr welche braucht. Kann ich beim nächsten Mal vielleicht Pharmavertreter spielen? Wenn ihr hier nochmal einbrechen müsst, stecken wir alle in Schwierigkeiten. Nevis Kid meinte, dass er nach diesem Doppelagenten sucht. Dharmas so und so. Nach dem, was ich gehört habe, war er im OP-Flügel. Ich gehe jetzt besser wieder da raus, bevor mich jemand vermisst. Na toll. Das war kein erfolgreiches Gespräch. Nicht in meinen Augen. Sobald die Ärzte mein Gesicht verändert haben, verschwinde ich. Ich kann dem Imperium nicht dienen, solange dieser lästige Captain die ganze Republik auf mich hetzt. Ich kann euren Platz beim Wolf einnehmen, was auch immer nötig ist. Euer Gesicht ist auch zu bekannt, Kaikos. Ein korellianisches Ratsmitglied kann keine Verbündeten in der Unterwelt finden. Ich habe ihn Corellia gebracht. Corellia gehört zur Republik. Er gibt wohl nie auf. Was, Captain? Ist das... Alarm! Alarm! Eindringlinge in der Fabrik! Sofort Verstärkung schicken! Tötet mich nicht. Dann steht mir nicht im Weg rum. Dann gehen wir einfach. Ihr habt mich schon wieder geschnappt. Zu schade. Und ich hatte mich schon gefragt, mit welchem Gesicht ich euer Herz noch einmal erobern könnte, wo es doch das erste Mal so einfach war. Aber ich schätze, ich muss euch wohl umbringen. Oh ja. Böser Bub. Jetzt sprechen die Blaster. Genug. Ich hätte das gleich am Sabak-Tisch klären sollen. Also, Captain, wie komme ich hier lebendig raus? Gar nicht. Ich weiß, ihr habt für alles einen Preis. War alles eine Lüge, seit wir uns getroffen haben? Es ist schwer zu glauben, dass ihr auf das reingefallen seid, was ich euch zeigte. Einen weichen, schwachen Niemand, der sein Leben in Cantinas verspielt. Es war so einfach, euch zu überzeugen. Das Schwierigste war es, meine Abscheu zu verbergen. Was für eine Verschwendung. Ihr dient einer Republik, die nicht einmal auf die Loyalität ihrer gewählten Herrscher zählen kann. Gebt mir einen Grund, warum ich euch am Leben lassen sollte. Ihr wollt O'Donner. Die Republik schert sich nicht um einen Spion in ihren Cantinas, aber der Senat. Ich habe sie überzeugt, euch am Leben zu lassen. Lasst mich gehen und ihr könnt das hier der Republik vorlegen. Mein Dossier. Alle Aufzeichnungen von O'Donners Verrat seit dem Tag, als ich sie rekrutierte. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder töten soll, aber ihr gehört jetzt der Republik. Wenn ich euch für so patriotisch gehalten hätte, hätte ich O'Donner nie euren Namen gesagt. Wir waren ein gutes Team, Captain. Zu schade, dass ihr auf der falschen Seite steht. Na, falsche Seite.
Ich habe Damas den republikanischen Streitkräften ausgehändigt und ich habe seine Aufzeichnungen über Dodonna. Ausgezeichnet. Ich werde ihn streng bewachen lassen. Isoliert. Die Leitung ist sicher. Übermittelt mir alles, was er euch gegeben hat. Ich übermittle euch die Koordinaten für einen unserer Unterschlupfe. Sorgt dafür, dass euch niemand folgt. Wir treffen uns dort. Ich weiß nicht, was die Republik ohne euch tun würde. Nisch würde auch so ohne uns sein. Nisch, weil sie nisch auf die Reihe kriegt. Die würde untergehen. So, dann wollen wir hier raus hier. Raus! Ist ja kaputt. Oh, falsche Seite. Yay, Fahrstuhl fahren! Muss man so lang? Ja, mal durch die Tür, würde ich sagen. Buddha kämpft schon den Weg frei. Ja, mach doch keinen Umweg hier für die ollen Fuzzis. Nö, der sagt doch keiner was. So, jetzt müssen wir nach oben. Dann soll es so sein. Ich habe leichte Atemprobleme. Ich habe gestern zu viel geraucht. Oh je. Ich habe die ganze Woche nicht geraucht. Keine Zeit dafür gehabt. Und gestern habe ich gleich 5 Zigaretten geraucht. Boah, ich merke das gleich im Hals. Ich Sensibelchen. Ja, ich rauche. Es tut mir leid. Warum rauchst du so viel? Ich war aufgeregt. Wieso denn das? Wegen dem Handy. Ich hatte ja nun gestern mir die Nano geholt. Da ist alles so neu und kennst du ja, wenn man irgendwas Neues hat und das kennenlernt und... Warum kann ich denn nicht plündern? Doch jetzt, ich wollte schon sagen. Schaffen wir das noch oder nicht? Ja, bestimmt. Was ist denn das eigentlich? Wissen Sie das hier ob? Weiß ich nicht. Öffnet die Hochsicherheitstür. Ah. Marinda. Boah, wie das hier glänzt. Gebonert und gewienert haben sie hier. Boah, 40 Leute hier töten. Das ist schon wieder eine große Aufgabe hier. Oh, es geht sicherlich schnell, wenn da hier eine Gruppe nach der anderen ist. Siehst du, haben doch schon Zähne hinter uns. Nein, Ereignis. Naja, ich habe aufgerundet. Ein Kinderspiel. Persönliches. Siehst du, wie schnell das geht? Nimmst du die, nehme ich die anderen. Kinderspiel. Ach, verdammt. Manchmal beeindrucke ich mich selbst. Wie die fliegen! Wie die fliegen, sterben die! Ja, wiederholt sich auch ganz gut der Gefährte hier. Inwiefern? Auch immer denselben Satz? Ja, bis jetzt.
das Spiel. Sag Kinder mehr was. Alle sind so aufs Kämpfen hier fixiert. Oder was ist mit dem Buddha los? Mein Bauch. Buddha hat Bauchweh. Das ist nicht gut. Nee. Ah, nicht gut. Nee. Ich hab auch schon so ein bisschen Atemnot. Was? Das ist nichts Persönliches. Deswegen will ich mich hier so ein bisschen beeilen, ja. Toll, dann kriegt man also mit, wie der Buddha hier live in der Folge stirbt und abgräbelt. Genau. Na, ich sag mal so, schön ist anders. Ja, kann man so sagen. Oh, vielleicht war das mit auch nicht gut. Wir müssen nicht mehr unbedingt töten. Nee. Mir zeigt er ja irgendwann gerade noch an. Klar, ich muss noch ihn. Oh, ihn. Ja, ihn muss ich auch. Gut. Dann mal raus hier. Wenn das überhaupt draußen ist, ich habe ein bisschen die Orientierung hier verloren, muss ich sagen. Na, wir müssen doch noch irgendwen finden hier, oder? Ich weiß es ja nicht, ich habe ja gesagt, ich habe die Orientierung verloren. Großer Fehler. Meine Güte. Ich weiß ja, was du getan hast, wo du dein Mikro gerade gemütet hast. Ich hab es gehört. Was? Ja. Hast du die Vibration gemerkt? Nein. Sind wir überhaupt richtig hier? Ja. Da hinten steht er schon. Bleibt, wo ihr seid, und zwar alle. Ich lasse nicht zu, dass ihr noch mehr Schaden anrichtet. Diese Türen waren aus purem Durastahl mit mindestens 5 Schichten. Nein! Überhaupt reingekommen? Wie konnten wir nur? Katastrophenschutzdroiden kümmert es nicht, wie dick eure Türen sind. Natürlich. Damit hätte ich rechnen müssen. Ah, die Truppen der Republik. Eine schreckliche Sache. Ich kann euch versichern, dass meine Droiden nicht dafür verantwortlich sind. Sie sind für den Kampf ausgerüstet, aber nur zu Verteidigungszwecken. Ihr müsst sie nicht zerstören. Ich würde meine Quellen lieber nochmal überprüfen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich werde mit einem bewaffneten Eindringling nicht diskutieren. Lasst mich nur eben die richtigen Einstellungen vornehmen. Diese Droiden sind mein Meisterwerk. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie zerstört. Tut mir leid. Klar, jetzt würden wir jetzt aus reiner Nettigkeit sagen, ja, aber weil du es bist, ist es völlig in Ordnung. Natürlich. Na toll. Oh, hier ist ja noch einer. Oh. Warum zappelt der hier so rum? Weiß ich nicht. War das kann? Diese Droiden könnten Gleiter in der Luft zerstören. Sie wurden gegen die stärksten Einheiten des Imperiums getestet. Ja. Die Droiden wurden für das Imperium gemacht. Ich habe die Entscheidung des Rats unterstützt. Das ist keine Schande.
Die Republik scheitert und man erwartet, dass brillante Leute wie ich mit ihr untergehen. Da mache ich nicht mit. Die Republik hat bisher alles überstanden, auch eure Droiden. Das ist mir bewusst. Ich denke bereits über verschiedene Verbesserungen nach. Ich erwarte nicht, dass sie das versteht. Ich muss mich eben der jetzigen Lage anpassen. Wenn die Republik die Zukunft von Corellia ist, bin ich bereit, meine politischen Ansichten zu vergessen. Ihr habt meine Entwicklungen in Aktion erlebt. Ich könnte ähnliche Dinge für die Republik entwerfen, wenn man mich dort will. Einem Verräter wie euch kann man nicht mehr trauen. Das war zu erwarten. Völlig kompromisslos, ganz egal, was man anbietet. Ich informiere mein Team über unseren neuen Status als Kriminelle. Wenigstens erleiden wir gemeinsam unsere Strafe. General Aves, die Droiden des Imperiums wurden zerstört. Der General ist beschäftigt, also müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Korsak wird bald da sein, um sich um Danison Varik zu kümmern. Ich hatte nicht erwartet, dass die Informationen des Ratsmitglieds stimmen würden. Euretwegen bin ich froh, dass dem so war. Was hat die Republik als nächstes vor? Das Tal der Arbeit ist jetzt unter Kontrolle. Und als nächstes hat die Republik den Axialpark im Visier. Das Imperium hat einen Großangriff gestartet, um uns von dort fernzuhalten. Armeen, Kampfläufer, Gräben. Die Leute nennen es jetzt schon die Schlacht um den Axialpark. General Aves braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Ich mache mich sofort auf den Weg. Der Axialpark ist nur eine kurze Bahnfahrt vom Kapitolplatz entfernt. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, sitzt das Imperium in der Klemme. Begebt euch zum Axialpark und meldet euch beim General. Er sagt euch dann, was zu tun ist. Duklo. Aber wir sind doch hier noch gar nicht fertig. Naja, also sind wir nicht wieder. Nee, wir sind ja noch nicht fertig. Deswegen habe ich ja gesagt, wir sind hier noch nicht fertig in dem Bereich. Wir müssen ja raus und dann nochmal woanders hin. Das ist ja das Blöde. Ja, wo bin ich denn jetzt? Sind wir ja falsch hier. Kann ich bin einfach runter? Runtergesprungen. Oh, diese langen Wege hier. Ich hasse es. Also, wir haben ja Raketenschub, können wir eigentlich mal nutzen. Hört man das? Was? Diese tuk 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 tuk. Deine Füße beim Laufen, ja. Nee. Aber der Kater hat sehr am Ohr gekratzt. Nee, das hört man nicht. Ich hab das gehört durch meine Lautsprecher, also mehr durch meine Kopfhörer. Tuk 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 tuk. Es ist nämlich fast 18 Uhr, weißt du? Mhm. Hat sich jetzt an die neue Zeit gewöhnt. Jetzt sitzt er da vor dem, also jetzt trinkt er zwar gerade, aber er sitzt schon seit 5 Minuten vor dem Napf. Völlig wehleidig. Musst du dich langsam ranhalten, ne, bevor er Scheiße baut. Bevor er ungeduldig wird. Siehst du, da oben ist nämlich jetzt hier noch meine Aufgabe. Ja. Aber die Zeit ist ja rum, ne? Mehr als rum. Na gut. Bis demnächst. Hab einen schönen Tag noch. Genau. Tschüssi. Tschüss.